Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute wieder was Real-Life-mäßiges. Wir fahren jetzt nämlich gleich in die Xerchow Boutique nach Frankfurt. Werden uns das Ganze mal anschauen. Das wird so ein kleines Vlog-Video heute quasi. Kleine Eindrücke schildern, was euch da erwartet, wenn ihr mal dahin hin wollt, dem Ganzen einen Besuch abzustatten. Mal schauen, ob ich es heute Abend noch filme. Da wird ein neuer Look vorgestellt von Mystery Modern Mark. Der Dan Mark, wir haben ihn ja in München sogar schon mal getroffen. Gibt es auch so einen kleinen Video zu, werde ich euch auch mal einblenden. Da bin ich auch mal gespannt, was da so rauskommt. Und da sind auch wieder die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich am Start, so ein Kai oder sowas. Der wird aber vielleicht auch was zu machen, wer weiß, wer weiß. Also in dem Sinne, viel Spaß heute beim Video und bis gleich. Wir sind heute in Frankfurt in der Xerchow Boutique, heute mit neuem Mikro am Start. Vielleicht kennt ihr es von der Angelina, die hat nämlich das gleiche, da habe ich ihr das mal hier nachgekauft. Also erstmal, wenn man reinkommt, ich habe euch am Anfang oder wahrscheinlich davor schon mal einen Clip eingeblendet, wie es aussieht generell, so ein paar Nahaufnahmen, aber hier, zack, Erber Gold hier aufgestellt hier. Ich muss sagen, finde ich eine coole Deko für daheim, könnte man sich so ins Wohnzimmer stellen, hätte irgendwie was. Aber ich führe euch mal ein bisschen durch, dann könnt ihr euch mal so einen Eindruck verschaffen. Also erstmal, es ist wirklich eine sehr große Boutique, also ich war jetzt schon in ein oder anderen, also auf Mailand, Turin und Dubai und Co. Also da ist es echt wesentlich gedrungener und man fühlt sich etwas eingeengt hier nicht. Wenn man reinkommt, eben hat man hier gleich diesen oben Stone-Label-Etage dann hier. Ja gut, ich sag mal gemischt, ne, mit allen, ich sag mal, einzelnen Kollektionen. Der gute David, der filmt hier schön. Und weiter unten, da seht ihr ein paar Joint & Club, paar Exklusive. Also ganz kurz filmen wir den hier. Dieser Monaco Exclusive, auch recht speziell, ehrlich gesagt, selten zu finden. Natürlich in den Boutiquen, das ist auch so eine gute Info für euch, gibt es auch eigentlich die ganzen Exklusiven immer, die man normalerweise nur in den jeweiligen Regionen, Ländern findet, wie im Harrods zum Beispiel. Die haben ja ein paar, die es eigentlich nur da gibt, findet man aber in den Xerchow-Boutiquen ebenfalls, also hier auch, ne? Sixth Floor gibt es zum Beispiel nur im Harrods, eigentlich in London. Oder eben, man geht in den Xerchow-Boutique, da findet man die dann auch. Also prinzipiell recht schlicht, aber edel aufgemacht, wenn man weitergeht. Hier habt ihr dann oben zum Beispiel die Shooting Stars, genau. Generell würde ich sagen, eher so frischere, in der Summe eher frischere, klassischere Düfte, würde ich sagen. Drunter dann die Velvets. Boah, da können wir gerade mal, wenn wir schon dabei sind, hier den neuen zeigen. Erber Gold. Und da sieht man auch schon, nicht mehr wirklich Velvet, heißt ja jetzt Vibe, ne? Vibe Collection. Oder Vibe, ja, nach Vibe. Wie Vibe, so rum. Da ist nämlich hier dieses Velvet, also Velvet steht für Samt nicht mehr dran. Und wir haben jetzt so eine glatte Oberfläche. Ja, kann man von halten, was man will. Ne? Ist natürlich Geschmackssache. Viele mochten das alte nicht, andere mochten es. Sieht jetzt einfach ein bisschen anders aus. Und eben drunter, ihr seht es gerade im Bild, da sind dann schon die Joint & Clubs am Start. Apropos, wen es interessiert, ne? Ich habe ja wirklich alle Düfte der Marke mal vorgestellt in einer ewig langen Reihe. Da könnt ihr das alles mal anschauen. Also wenn wir bei mir auf dem Channel mal gucken, Xerchow House Tour, da findet man dann wirklich zu jedem Duft 2-3 Minuten Erklärung und Review zu. Casamoratis, ne? Auch ein paar schöne Sachen. Ich muss ja sagen, hier der Italica, ich finde es einer der krassesten Gourmand-Düfte überhaupt. Riecht einfach nach zähem, dichtem, leckerem, klebrigem Marzipan. Also wer auf Gourmands und süße Düfte steht, der ist da sicherlich ziemlich gut bedient. Wir können ja mal nochmal den letzten Part hier abhaken quasi. Um die neu integrierten Chemis waren ja früher mehr oder weniger eigenständig, jetzt aber im Xerchow Flacon Design, also passend in die ganze Marke integriert. Ich muss sagen, also die neuen haben mich wirklich genauso abgeholt wie die alten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass groß was verändert wurde. Tendenziell sogar hier und da was
verbessert, beziehungsweise den einen oder anderen noch mal etwas feiner gemacht. Also im Großen und Ganzen sind die eigentlich gleich geblieben, da kann man nichts dran aussetzen. Die performen immer noch super, alles wunderbar und eben drunter sieht man dann noch die ganzen Oodstars. Ihr seht, hier haben wir auch die Öle am Start, also falls da mal jemand irgendwie Interesse hat, ja, das auch hier zu testen, weil die sind ja wirklich schwer zu finden und doch irgendwie ein bisschen spezieller. Von dem her auch das sehr, sehr geil. Nur eben Kerzen, ich muss sagen. Ja. Die Xerchow-Kerzen, also die sind wirklich qualitativ und ich würde auch sagen, von der Power, von der Kraft her wirklich extrem gut, keine Frage. Muss aber auch dazu sagen, ich glaube, es gibt bei anderen Marken vielleicht die eine oder andere preis-leistungstechnisch bessere. Nichtsdestotrotz, sie sind schön, aber sie sind auch wirklich sehr kostspielig. Also da muss man vielleicht zweimal nachdenken, ob man die wirklich möchte. Ich habe mal in einem Wintersale oder so mal die eine oder andere gekauft. Da ging es dann, da waren es irgendwie 20% weniger. Schön. Welche, David, welche war das, wo du vorhin hattest, wo so nach Big Red riecht? Die da, oder? Oh ja, hier diese Toba Tonka. Hey, ist das krank, wirklich. Also wie diese Big Red Kaugummis, wenn ihr die kennt noch von früher. Da gibt es wahrscheinlich immer noch. Wirklich geisteskrank. Was ist eigentlich das hier? Handcreme, oder? Ah ja, Body Cream. Crazy, Alter. Ja, Mann. Body Cream, Body Powder, Alexandria 2. Ich habe noch eine Handcreme von der Alexandria 2 Reihe. Die ist auch echt wild. Also man hat da wirklich, ne, den authentischen Geruch. Aber halt als Handcreme. Das ist manchmal echt zu viel. Also wirklich krass. Im Endeffekt, hier geht es so runter. Ich weiß nicht, was hier ist. Vielleicht erfahren wir das noch. Wer weiß, wer weiß. Jetzt haben wir hier noch einen, so einen kleinen, so ein Rondell. Nee, ist ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und es ist 8. Das ist ein Oktagon. Da haben wir auch nochmal hier oben, ne, die Dekas, Naxos und wie sie alle heißen, Renaissance, alle aufgestellt. Und nochmal so ein paar Düfte verteilt. Was haben wir hier eigentlich? Ist Koro, ne? Ja, Koro, auch einer der Exklusiven. Also ihr seht's. Sieht aus wie Evergold, samt drum. Auch der, echt ein schöner Duft, also so gesehen. Jetzt testen wir hier mal noch was sehr, sehr kostspieliges. Wir haben hier ein Öl, ne? Ein Attar von Xerchow. Kambodscha Oud ist das, ne? Der Duft heißt Kombucha Noir. Dann hier haben wir noch die alte Verpackung. Das, was ihr jetzt gesehen habt, die neue hat 5 ml mehr, aber 3000 Euro soll das gute Stück dann knapp kosten. Bin ich mal gespannt. Sollen wir mal riechen? Ja. Also wir haben schon einen sehr durchdringenden Oud-Duft, gar keine Frage. Also wir haben schon so eine leicht, ich nenne es mal, fäkale Richtung. Aber ich muss ehrlich sagen, viel sanfter als erwartet. Ne? Also es ist schön warm, holzig, geschmeidig. Ich finde leicht erdig. Es hat eher so einen leicht erdig warmen Touch, aber angenehm. Wir haben hier irgendwie noch was ganz Besonderes gefunden und zwar den Polar Stars. Kennt wahrscheinlich niemand, aber ist ein ganz seltenes Exemplar. War, wie habe ich das verstanden, für ein Polo-Turnier, ne? Damals, 2015, damals ein Giveaway für die Teilnehmer, also wirklich ein Duft, den sie umsonst bekommen haben. Alter, das Xerchow-Flakon, ne? Ganz wild. Ich leite hier mal den Ton gleich weiter. David, der kann euch vielleicht noch ein paar Worte zu sagen. Ja, also das hier ist der Flakon Nummer 325 von 450. Und wie Alex schon gesagt hat, der Duft wurde damals exklusiv einfach nur an Gäste des Londoner Polo-Turniers verschenkt. Gab es also nie zu kaufen und ist daher auch eine wirkliche Rarität. 450 Flakons insgesamt vor über 9 Jahren. Wirklich krass, da muss man echt sagen. Hier haben wir auch nochmal was Schickes stehen. Eine kleine Box. Kleine Box ist gut. Lunosa hier mit dem Gold drumherum, wo hier der Flakon dann quasi ausgeschliffen wird, die Zwischenräume. Schon crazy. Echt cool. Also eine Box im Regal wäre auch schön, gell? Jetzt noch ein kleines Fazit meinerseits. Es hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, der Trip. Nochmal viele Grüße an alle, die dabei waren. Auch an dich, mit dem ich ein Foto gemacht habe. Ich habe leider deinen Namen nicht mehr parat, aber auch viele liebe Grüße an dich und cool, dass du da warst. Sonst, ja, Xerchow Boutique, ne, man kennt, wenn man eine kennt man quasi alle, die Aufbauten sind ja doch immer sehr ähnlich. Allerdings werden euch hier in Zukunft ja mindestens einer, wenn nicht sogar zwei, so hat der Herbert verraten, exklusive, also Frankfurt-exklusive Düfte erwarten. Da bin ich selber mal gespannt, was es damit auf sich hat. Einer wird vermutlich in dieser Naxos-Reihe angesiedelt sein. Und beim zweiten, da steht es doch in den Sternen. In diesem Sinne natürlich
Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und euch weiterhin eine erfolgreiche Woche.